Das wird das Tramsuppen. Die ist früher bei den Bauern oft in der Früh schon gegessen worden. Weil die haben ja da früh aufgestanden, haben aus Heingermal gegangen oder aus Großmal, dass sie für die Viecher Futter gehabt haben. Dann haben die Stöhe aber da, dann sind sie heimgekommen, dann sind sie natürlich hungrig gewesen. Und dann haben sie etwas Kräftiges gebraucht. Und da hat es so eine Ramsuppe gegeben, weil da ist jetzt wieder, ein Mehl in ein kohles Wasser eingeriert und dann kommt nur ein Joghurt dazu, ein Sauerrahm und ein Süßerrahm. Einfach jetzt gehaltsvoll. Kann man Kartoffeln, Salzkartoffeln dazu essen oder auch Bauernbrot. Zwei Löffel Mehl werden mit kaltem Wasser angerührt. Blümchen frei anrühren. Darum muss es ein kaltes Wasser sein. Weil da kann man, je nachdem wie viel man braucht, kann man mit der Menge reduzieren. Ob man mehr braucht, dann nimmt man mehr Mehl her, mehr Wasser. Und wenn man nicht so viel braucht, dann nimmt man halt weniger her. Das ist ein Gericht, das kann man ganz schnell sagen, ja, so viel brauche ich und so viel nehme ich. Und jetzt lassen wir es auch kochen, weil wie es wieder ist, weil der Mehl dabei ist, Stärke ist unverdaulich. Lassen wir ein paar Minuten kochen und dann tun wir die anderen Zutaten rein. Ja, das ist jetzt ein Becher Sauerrahm. Sonst haben da die Bauern einen Rahm selber gehabt, aber heute muss man sie halt auch kaufen. Weil die haben da selber einen Butter gemacht und da hat man einen Sauerrahm gehabt. Und 150 Gramm Joghurt. Das ist wie ein kleiner Becher, aber der war schon angepackt, jetzt nehme ich den her. Und eine Sahne. Ein Becher.